Hallo, herzlich willkommen bei Hollys Sportgaschimmel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir stehen vor dem fünften Spieltag und empfangen Rasensport Leipzig. Die Leipziger haben im Moment ein paar Probleme. Ja, haben das erste Spiel in Mainz schon 1-0 verloren, konnten dann gegen Stuttgart 4-0 gewinnen, haben dann aber gegen Wolfsburg 1-0 verloren und vorige Woche zu Hause gegen die Bayern eine Klatsche bekommen mit 1-4. Waren am Mittwoch in der Champions League unterwegs und konnten leider in London gegen Man City 6-3 haben sie verloren. 3 Tore in Kungu, aber das hat alles nichts genützt. Man City ist natürlich auch irgendwo auf einem ganz anderen Level. Mit denen können weder der FC sich im Moment noch die Leipziger vergleichen. Das war klar, dass die das Ding da unten verlieren auf der Insel. Aber es war ein Spektakel. Aber die Leipziger kriegen den Laden einfach hinten nicht dicht. Ja. Wollen wir hoffen, dass es auch noch bis zum Samstag um 17.30 Uhr so anhält, dass sie den Laden da hinten nicht dicht bekommen. Obwohl der ein oder andere wird vielleicht sagen, eventuell sind wir sogar Favorit. Also das sehe ich leider nicht so. Beziehungsweise, man muss bedenken, die Leipziger haben eine ganz, ganz starke Mannschaft. Trotz der Verluste wie Upamecano oder Nagelsmann, die zum FC Bayern gewechselt sind, haben die immer noch in der Truppe eine hervorragende Qualität. Also gespickt mit Nationalspielern, ob das jetzt Forsberg ist oder Paulsen oder der Torwart, der Gulaschi, der Ungar. Also es ist schon eine bärenstarke Truppe, aber anscheinend greift das Konzept von dem Trainer Marsch noch nicht so richtig. Und ich bin wirklich gespannt, wie das Spiel am Samstag läuft, weil die Leipziger so einen ähnlichen Fußball spielen, wie wir es auch tun oder tun wollen. Was ja immer besser wird im Moment. Das sieht man ja von Spieltag zu Spieltag. In der Vorserie konnten wir die Leipziger 2-1 besiegen, was dringend nötig war. Sonst wäre der Abstieg noch näher gerückt, als er schon nah gerückt war. Durch 2 Tore von Jonas Hector konnten wir das Spiel gewinnen. Baumgart hat sich auch dazu geäußert, hat gesagt, das war mehr Zufall als irgendwie verdient oder überragend. Ich sehe das genauso. Wir hatten in dem Spiel unheimlich viel Schwein und können wir froh sein, dass wir die 3 Punkte damals gemacht haben, sonst wäre es ganz, ganz, ganz eng geworden. Ist zwar spekulativ, aber was soll's, es ist so, wir haben 2-1 gewonnen und ich hoffe auch, dass wir Samstag erfolgreich sind, dass wir zumindest einen Punkt in Köln lassen. Es werden wieder 25.000 Zuschauer zugelassen. Personell, wie es aussieht, müssen wir eben halt auf keins verzichten mit der gelb-roten Karte. Und Lemberle hat mit dem Sprunggelenk Probleme. Und Horn ist hier noch länger verletzt. Ansonsten kann Baumgart aus dem Vollen schöpfen. Und was er jetzt für eine Mannschaft bringt Samstag, ich weiß nicht, ob er da taktisch da irgendwo was verändert. Der Spielstil soll ja das gleiche sein. Wir wollen vorne aggressiv pressen und schnell nach vorne spielen, beziehungsweise, dass wir schnell vom Tor sind. Die Leipziger spielen ja so ähnlich. Die haben natürlich auch eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, die Spieler, die sie da drin haben, und lassen den Ball auch wirklich gut zirkulieren. Ist spielerisch eine ganz, ganz starke Mannschaft und haben natürlich jetzt anhand der Gegentore, sieht das, kann man es ja schon erkennen, haben sie Probleme in der Abwehr. Und da wollen wir hoffen, dass sie die Samstag auch bekommen, die Probleme in der Abwehr. Aber trotz alledem, sage ich mal, mit dem Punkt wäre ich zufrieden und den unterschreibe ich hier auch sofort. Ja, Pressekonferenz konnte ich leider keine sehen heute. Baumgart hat sich auch über die Infrastruktur beim FC geäußert. Die ist wohl nicht gerade zum Besten bestellt. Er hat sich so ausgedrückt, dass es mehr oder weniger am unteren Ende der Fahne angesiedelt ist. Ich kenne die Kabinen nicht, aber es muss dann schon dementsprechend aussehen. Und er hofft natürlich, dass darauf was gemacht wird und darum hoffen, dass die Stadt oder wer auch immer da unterstützt, dass man auch der Warte ein vernünftiges Bild abgeben können, was ja dann auch passend ist zu dem Fußball, den wir im Moment spielen. Ja, was hatten wir noch? Die U19 hat ihr Auftaktspiel, die U19-Bundesliga West hat ja am Wochenende angefangen, mussten wir uns leider mit 4-1 gegen Schalke geschlagen geben. Leroy Sanés Bruder, der hat 2 Tore gemacht. Und auch die U21 hat ihr Spiel gegen Alemannia Aachen verloren, was mich so ein bisschen geärgert hat,
weil der Porsche Patti, also Patrick Helmes, ist Ahner Trainer ab der Serie und konnten bis dato noch keinen Sieg einfahren und dann gewinnen sie ausgerechnet im Franz-Kremer-Stadion 3-1. Das hat mich so ein bisschen geärgert. Aber was will man machen? So ist Fußball. Meistens passiert ja das, womit man nicht rechnet. So, ich rechne jetzt Samstag bzw. Freitag und Sonntag mit folgenden Ergebnissen. Die will ich euch mal hier kurz bekannt geben. Könnt ihr gerne kommentieren, wie ihr das tippt oder wie ihr das seht. Hertha gegen Fürth. Ich tippe ein 3 zu 1 für die Hertha. Die Fürther werden ja auch schon gemerkt haben, dass sie immense Probleme kriegen, wenn sie einen Klassenerhalt schaffen wollen. Was ich persönlich nicht annehme, dass sie das schaffen, dann müssen sie sich ganz, ganz weit strecken. Und ich glaube, die Hertha, auch durch den Sieg jetzt in Bochum, hat da Oberwasser und wird das Spiel mit 3 zu 1 für sich entscheiden. Bayern München, Bochum, auch wenn das irgendwo ein kleines Lächeln hervorzieht, vielleicht tippe ich ein glattes 5 zu 0 für den FC Bayern, weil die Bochumer normalerweise auch mit Zoller keine Chance haben in Bayern, denke ich mal. Und Zoller hat sich jetzt auch noch einen Kreuzbandriss zugezogen. Hier an der Stelle, Simon, alles Gute. Er war ein Ex-Spieler. Aber du wirst den Bochumern dann natürlich mindestens ein Dreivierteljahr fehlen, wenn nicht sogar die ganze Serie auf diesem Weg. Gute Besserung. Mainz gegen Freiburg, die ja so ähnlich Fußball spielen wie wir. Die Mainzer sind ja unheimlich stark oder gut gestartet und spielen auch so ähnlich aggressiv nach vorne, schnell vorm Tor. Aber ich glaube, die Schwarzwälder werden das Ding am Samstag für sich entscheiden und die werden 2-1 gewinnen in Mainz. Augsburg gegen Gladbach tippe ich ein 1 zu 3. Diejenigen, die so ein Video öfters hier verfolgen, wissen ja mit Sicherheit, dass ich kein Augsburg-Sympathisant bin. Also da fehlt mir ja auch jegliche Attraktivität. Und auch irgendwelches Know-how. Also, und ich glaube, dass die Borussen da 3 zu 1 gewinnen. Und von mir aus können die Augsburger auch absteigen. Das ist mir Schnuppe. Bielefeld gegen Hoffenheim. Ja, Hoffenheim, das ist so. Das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Das war vorher Serie schon so. Die kannst du ja gar nicht tippen. Deswegen tippe ich ein 1-0 für die Arminia. So, dann haben wir noch Stuttgart gegen Lev. Da tippe ich ein 2 zu 3. Die Pillen waren ja heute Abend noch unterwegs gegen Ferencváros Budapest. In Indianer Cup, das Spiel konnten sie ja für sich entscheiden. Dortmund Union Berlin, das geht klar an Dortmund mit 4 zu 1. Auch wenn die Berliner immer gut ausgesehen haben in Dortmund. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Union das so wegsteckt mit der Dreifachbelastung. Die haben ja heute Abend auch verloren in Slavia Prag. Bin ich mal gespannt, wie sie das verkraften. Aber ich glaube, in Dortmund haben sie keine Chance. Die Dortmunder schwimmen jetzt auf so einer richtigen Welle. Haben ja am Mittwoch in der Champions League auch gepunktet. Und ich glaube nicht, dass die Berliner da was holen. Dann haben wir noch die Wölfe gegen Frankfurt. Die Frankfurter, da ist ja auch also ein bisschen die Ader oder die Ader gewesen mit Kostic und wechseln und will nicht wechseln und alles wieder gut und war ein Missverständnis. Aber die müssen ja auch irgendwann langsam in die Pötte kommen. Und mit Wolfsburg, dem Frieden, traue ich auch nicht so richtig. Deswegen sage ich mal hier, die spielen 1 zu 1. Und dann der FC gegen Leipzig wünsche ich und würde ich das hier sofort unterschreiben, ein 2 zu 2. Wenn wir einen Punkt machen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Denn Leipzig ist für mich eine Mannschaft, die landen bestimmt unter den ersten Vieren. Das kann ich mir mit Sicherheit vorstellen. Und da bin ich, mit dem Punkt bin ich da zufrieden. Ich hoffe, dass es ein attraktives Spiel wird, dass man, na gut, zittern muss mich ja sowieso immer, aber auf ein spannendes Spiel, beide werden nach vorne spielen, beide werden aggressiv verteidigen, beide werden laufstark sein und da wollen wir hoffen, dass genug Torchancen rausspringen und vielleicht haben wir auch das bessere Ende für uns, was uns natürlich alle freuen würde als FC-Fans. So, ich hatte ja schon mal gesagt, dann machen wir immer mal so einen kleinen Rückblick. Und dann gucken wir mal in das Jahr oder in die Spielserie 79-80. Da haben wir am fünften Spieltag die Eintracht aus Braunschweig erwartet. Der ein oder andere Ältere, der wird es mit Sicherheit noch wissen. Das Spiel konnten wir damals, 10.000 Zuschauer waren da, das muss sich einer überlegen, 10.000 Zuschauer ist nicht viel, aber für die damalige Zeit ging es wahrscheinlich noch.
haben wir die Eintracht aus Braunschweig mit 8:0 aus dem Müngersdorfer Stadion geschossen. Ich sag mal ganz kurz die Torschützen: 1:0 Kuhlmann, 2:0 Okudera, 3:0 Dieter Müller, 4:0 Dieter Müller, 5:0 Dieter Müller, 6:0 Willkomm, 7:0 Wilmer, 8:0 Dieter Müller. Also, wer mitgezählt hat, Dieter Müller hat damals 4 Stück gemacht gegen Eintracht Braunschweig. Und die Braunschweiger hatten keine einzige Chance gegen die ja, überragend aufspielende Mannschaft von Hennes Weisweiler, denn der war damals Trainer. Und in der Serie ging auch Pierre Littbarski Stern so richtig auf. Er war der überragende Mann auf dem Platz, auch wenn er sich selber nicht in die Torschützenliste eintragen konnte. Und jetzt sage ich euch mal kurz die Namen von der Truppe, die die Braunschweiger 8:0 weggefegt haben. Toni Schumacher im Tor, Konopka, Kuhlmann, Schuster, Prestin, Strack, Wilmer, Groth, Littbarski, Okudera und Dieter Müller. Wie eben gesagt, Trainer war Hennes Weisweiler. Das war dann auch immer ein attraktiver Fußball, den man da gesehen hat. Vor allen Dingen, was ich heute auch so ein bisschen vermisse, sind die Standards. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass, also ein bisschen übertriebenermaßen, also jede dritte Ecke, wie wir früher auf dem Bolzplatz gespielt haben, 3 Ecken, 11 Meter, da war jede dritte Ecke war ein Tor. Der hatte das wirklich geübt und der hat das trainiert. Und das war jedes Mal brandgefährlich. Eine Ecke kam, dann brannte es im gegnerischen Strafraum ohne Ende. Und wenn ihr jetzt glaubt, die Braunschweiger, das wäre so eine Gurkentruppe gewesen aus Kleinklickershausen, Freunde, war nicht. Die hatten auch sehr, sehr gute Leute drin. Trainer war damals Lukas. Und die hatten Leute drin wie Hasse Borg, der war immerhin schwedischer Nationalspieler. Wolfgang Grobe, der ist nachher sogar zum FC Bayern gewechselt. Hollmann, Merkhofer, Zemski, Erler, Handschuh und auch Ronny Worm, der war damals Torjäger, kam vom MSV Duisburg, also keine zweitklassige Truppe, sondern die hatten damals auch eine sehr, sehr gute Mannschaft und Braunschweig hat ja auch eine gewisse Attraktivität oder auch das nötige Know-how, auch wenn sie jetzt in der dritten Liga angelangt sind, aber es ist auch ein Verein oder eine Mannschaft mit Tradition. So schnell gehen die Zeit vorbei. Seht ihr mal, 8:0 haben wir die weggefegt. Das ist heute ein Ergebnis, was man sich kaum noch vorstellen kann. Ja, das war's denn dahin. Da kann ich euch noch sagen, wer damals noch auf der Bank saß in Köln, beziehungsweise wer verletzt war. Roger van Gool, Gerber, Neumann und Zimmermann. Das sind ja auch Namen, die einen gewissen Klang haben. Die saßen damals noch alle auf der Tribüne und waren verletzt. Und trotzdem haben wir die Braunschweiger 8:0 da aus dem Stadion gefegt, ist mal wieder was für die jüngeren Zuschauer. Das war's dahin, Freunde. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und dann werden wir uns ja, spätestens Sonntag hören, nach dem Spiel gegen Leipzig. Und da wollte ich schwer hoffen, dass ich was Positives berichten kann und dann sage ich euch, wie ich es gesehen habe und ich hoffe mit heller Freude, dass ich euch berichten kann, dass wir zumindest einen Punkt gemacht haben oder sah gar gewonnen. Gewinnen konnten, das wäre natürlich Sahnehäubchen und das wäre natürlich alle Affen geil für uns. So, bis dahin, viel Spaß noch, einen schönen Freitag, einen restlichen Donnerstag wünsche ich euch noch. Bis dahin, verbleibe ich euer Olli. Ciao.